Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Höhle unterm Haus, wo wir Grace in der letzten Folge gefunden haben, beziehungsweise Felix hat sie gefunden. Unfreiwillig. Ja, und jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir die Kleine, klein kriegen. Ich schieße aufs Auge. Warte. Okay. Gut, das ist leichter als erwartet. Aber die ja, gut, aber lesen sich mehr aus. Ja, beim Normalfall, du bist da runtergefallen, ne? Die easy. Können wir da jetzt runter? Einfach? Ja. Und einfach auf die Matratze. Kriegst du da Fleisch raus? Ja. Nice. Ah, wie eklig das hier ist, ne? Ich hab mich noch nicht wirklich umgeguckt. Alter, 99 Fleisch nur von der Sau. Ich geh mal lieber in die Hocke. Bist du in der Hocke? Ja, ja. Aber ich denke, hier passiert jetzt nichts Großartiges mehr. Oh, wie cool. Hier ist ein Waffenlager und so. Schlafsack. Und ich höre einen Zombie. Der ist aber wahrscheinlich oben. Bleiben wir die Nacht über hier? Geh mal bitte nicht weiter. Ich habe Angst, dass ein Zombie gleich. Ja, würde ich sagen, ne? Dann können wir hier auch in den Truhen und so. In den Kisten und so Inventar eventuell mal ein bisschen aufteilen. War ich nicht. Ach, ich glaub, der ging gut. Hier sind Schienen drin gewesen. Ja. Dommarsch, ey. Military Vest. Iron Chest Armor. Ist noch nicht wirklich was gelootet, also. Wir haben gesagt, ausmüllen da in die Kiste, ne? Ja. Dann mache ich das mal. Vielleicht, ich habe hier eventuell ein paar Dinge, die für dich interessant sind. Ach ja, ich scrap jetzt eh sowieso erstmal alles. Der Zombie macht mich ein bisschen nervös. Ach, wenn er runterkommt, wird er sterben. So, meine Pistole hat jetzt ein Dings drauf. Ein Silencer. Echt? Das ist nice. Das kann. Das kann. Ah, ein bisschen nervös macht mich den Zombie tatsächlich. Oh. Machst du? Ich setz mich hier hinten in die Ecke, hab mein Licht ausgemacht und. Ja. Alter, wir sind jetzt unter der Scheune. Ich habe leider mein Knochenmesser kaputt gemacht. Macht doch nichts. Ja, aber ich habe auch keine Knochen mehr. Ja, dann nimm da was mit dem Haus. Hast du einen Knochen bekommen? Ja. Ja. Das war's, ich bin ja auch. Ja,
wir sind jetzt unter der Scheune, das wollte ich sagen, so. Boah, Fleisch haben wir schon einiges zusammen. Das ist ganz gut. Aber die Zombies machen mich echt hart nervös. Ja, guck mal. In der Kiste hast du dich noch ausgeleert jetzt schon? Ja, so ein bisschen was. Tue ich dann noch Munition rein. Terrorweste. Ja, und dann Iron Chest Dinger. Ja gut, davon kannst du nur eins tragen. Ja, ja, aber dann kann einer von uns die Militärweste und der andere das andere nehmen oder so. Meine ich. Eine Holzbogen kannst du mir ja nochmal basteln, wenn ich eigentlich scrappen, ne? Ja, also du kannst den Compoundbogen nehmen. Simple Light. Oh, das ist so creepy. Hast du noch Stuff? Leg mal deinen Stuff zum Sammeln da in die Kiste. Was heißt zum Sammeln? Ja, Blei, Eisen, bla bla bla. Das ist was stackt gut. Und dann nehme ich dir das auch ab. Klebeband kannst du auch reinnehmen. Ja. Sonst hast du nichts, Plastik oder so, irgendwas, was du nicht brauchst im Moment. Plastik habe ich noch, aber das müssen wir mitnehmen, ne? Ja, ja, ich glaube, das haben wir schon im Inventar, deswegen. So stackenmäßig meine ich jetzt, ne? Ja, ja. Das hört sich echt gut an. Ja, deswegen verkrümel ich mich auch. Ich meine, rein theoretisch sollten wir doch sag schon, in den Keller gehen können. Ja, ja. Die haut schon auf irgendwas ein, muss ich auch sagen. Ja, aber gehört haben könnt ihr uns ja eigentlich nicht. Ach doch, durch das Hochspringen.
aber ich bin mal gespannt, wo die reinkommen. Natürlich komme ich da nicht hoch. Achso, wenn ich Bams oder so. Ich kann aber welche machen. Ja, mach mal so zwei. Da. Oh, ich hasse Zombies, ey. Hauptsache, du hast dir deinen Vorschatzhammer gefärbt. Über uns. Ich schaufel jetzt schon ein bisschen, ne? Mach dich so weit bereit, dass du wegrennen könntest. Hast du zufällig noch eine Schaufel? Nein, leider nicht. Hast du gesquared? Ja. Kannst du eine Steinschaufel für mich machen? Stimmt. Wenn ich Fasern hätte und Steine habe ich auch nicht mehr. Also ich habe auch die Angstpistole, ne? Warte mal. Die sind drin. Kannst du dich mal dahin positionieren? Die kommen ja gleich durch die Tür. Ich mach die Tür gleich auf. Ich schieße aber, ne? Ja, ja. Okay. Okay? Ja. Ich muss erstmal nachladen, so eine Scheiße. Boah, der Silencer ist geil. Nice. Ja, ich glaube, das war's. Okay. Bist du schon wieder weg? Noch im Kellerraum. Ja, ich hätte dir gerne mal das Knochenmesser gegeben. Ich hab eins. Ja, aber das, was ich machen kann, ist besser. Das hat nur mehr... Dinge. Ja, stimmt. Ich vergesse das immer. Ich passe ja gerade auf, falls was runterkommt. Okay. So viel Beton. Das ist so gut. Das ist halt wirklich Bombe. Aber voll eklig, ne? Wenn man sich den Keller so anguckt. Da müssen ja voll die Versuche mit Menschen und Schweinen und so gemacht worden sein. Oh.
Okay, das nix mehr. Also ganz ehrlich, selbst ich höre dich von hier oben. Ja gut, aber ich bin jetzt auch nicht mehr in der Hocke oder so, ne? Also Grace fand ich jetzt echt beeindruckend. Echt? Findest du? Ich so gar nicht. Ja, vom Aussehen her. Vom Tötungsmechanismus war sie schon nicht so. Aber weißt du, was das Gute ist? Noch nicht. Wir kriegen hier so immens viel Blut raus. Wer braucht noch mal 55 Fleisch in der Tasche? Nice, noch mal 100 irgendwas Beton gesammelt. Das ist eklig. Safety first, ne? Achso, hier ist die Schweineanlage, der Schredderer. Gut, looten tun wir ja morgen zusammen, denke ich, ne? Ja, also ich meine, looten kannst du soweit schon, weil ich glaube, ich bin mit dem Schaufeln komplett beschäftigt. Müssen wir halt irgendwie so einen Mix aus beidem machen. Weil tatsächlich würde ich dir dann, ich würde hier looten und dir dann instant bei dem Schaufeln helfen, weil ansonsten sind wir noch 4 Tage hier. Ach, ja. Das Problem, was ich noch habe, mein Fahrtechnisch ist noch hier. Ja, es ist viel. Es ist echt viel. Ich bin echt erstaunt. Du hast Dinge auf Intelligenz. Ja. Also wenn du eine Nerdy Glasses gefunden hast, gönn dir. Ja, ich hab so schon lange zu. Was so? Wauwau? Was? Ich hab Wauwau verstanden und denk nur, was? Hund? Bitte nicht. Oh, ich hab auch eine Sonnenbrille. Ganzen kleinen Scheiß, ne? Schon gar nicht mehr ein. Beziehungsweise schmeißen wir einfach nur raus. Ja, es kommt halt drauf an, was es ist. Ja, ich sag ja, Kleinschmeiß. Oh. Solche Wichser. Entschuldigung, aber dann noch mit dem Doppelschlag, weißt du? Bist du ganz schnell aus dem Leben gepustet. Sowas wie Farbe und so. Ich meine, ganz ehrlich. Nee. Ja. Papier schmeiß ich auch weg. Als wäre das hier so ein heimliches Drogenlabor-Ding, ne? Oder genmanipulierte Sachen. Ja, irgendwie sowas. Bottle of Acid brauchst du mal. Ja. Für Reifen. Und eine French habe ich auch gefunden. Das ist auch nicht unbedingt zu verachten. Achso, da liegt doch noch was. Hätte ich beinahe übersehen. Gerade Beton müssen wir unbedingt mitnehmen. Ach ja, wir gehen eh hinterher nochmal durch.
Naja, gut. Ja. So. Kocht. Wieder Feuer. Ja. Kochtopf. Wieder Feuer. Ja, ich bin hier gerade an. Ich habe blaue Farbe jetzt hier. Ja, warum nicht? Mein Gott. Das ganze Dosenfutter, was ich hier gerade schmeiße, ich übrigens auch weg. Was? Ja, ich meine, ich sag mal so. Wir haben so viel Fleisch gerade gefunden. Da lohnt sich die Inventarplätze nicht. Klar. Stahlgerüst behalten oder scrappen? Kannst du scrappen. Hi! Hi! Warum boxst du dich denn jetzt da durch? Weil hier eine Kiste ist und ich am Gitter vorbei wollte. Das ist nice. Ich hab Händlerstab. Nice. Goldbarren oder sowas? Also, oder Silber Nuggets? Hast du gehört? Ja, ja. Das ist doch nice. Na, einmal im Kreis gelaufen? Ja, aber beabsichtigt. Ich guck ja gerade, wo... Unten die Keller schon näher? In den einen muss ich noch rein. Da gehe ich jetzt gerade rein. Aber die Schweinchen hast du dir hier schon geholt, ne? Ja. Ja. Okay, dann schaufel ich hier weiter. Kack, Warteschlange noch voll. Oben warst du noch nicht, ne? Okay. Hauptsache, die hatten hier Wasser in der Mikrowelle. Hier ist noch eine French. Ich wäre ein Zombie. Das macht mir Angst. Okay. Was ist los? Wir haben gewonnen. Wieso? Haben wir eine Taschenlampe? Nee. Eine Karte oder einen Schlüssel? Nee. Okay, dann kann ich jetzt nicht mit DVD-Weisheiten kommen. Wo bist du? Unten. Also im, nicht Grace Keller. Kommt man denn da rein? Über die Küche. Ja, da bist du schon. Boah, es ist die Küche. Von hier kam ich. Hier, guck mal. Nee. Ich sehe es leider nicht, ja, es ist auch viel zu dunkel. Nice! Ist nur leider schon vorbei, ne? Saugeil. So. Jetzt müsste man da nur noch eine Taschenlampe dran montieren können, dann wäre alles gut. Zombie, komm mal her.
habe gerade noch ein Sonderhead gefunden. Oh, die müssen wir eigentlich mitnehmen, ne? Oh, da geht's ja raus. Ich loote den Müll. Mach die Tür zu. So, dann sind... Also ist Keller generell ausgeräumt. Ja. Wo bist du gerade? Jetzt im ersten Obergeschoss. Okay, schon oben, ja. Komm mal wieder runter. Die Küche. In welche? Beziehungsweise da, wo ich reingekommen bin. Da hat er angefangen, die Treppe. Weiß er, wo ich meine. Ach da. Hi. Hi. Und zwar... mögen wir uns jetzt erstmal da rein, damit wir einen leeren Inventar haben. Nein, meinen Vorschatz haben wir nicht. Ja, Cobblestone und so behalte ich auch im Inventar. Ich pack alles rein. Tatsächlich, dass wir wirklich ganz stacken. Ja, aber das will ich ja tragen. Warum? Also. Keine Ahnung, lass mich doch einfach. Oh, Kacke, hast du Forged Iron dabei? Liegt in der Truhe. Oh, Gott sei Dank. So, weil hier bin ich jetzt auch fertig mit der beiden Geschosse, glaube ich. Okay. Okay. Dann auch Richtung Obergeschoss. Ich habe eine Kettensäge gefunden. Oh Gott. Nein. Na, Fernseher will ausgehen. Hallo? Anbleiben? So. Okay, da ist zu. Das hier geht's in den Keller. Anderen Keller war jetzt nicht wirklich irgendwas, ne? Nö. Also, in dem Grace-Keller habe ich aber auch gelootet. Da waren ja die Werkbänke und sowas. Das habe ich schon mitgenommen. Ich habe gerade was Interessantes gefunden. Okay. Das bringe ich dir jetzt mal, du wirst dich totlachen. Oh Gott. Ich komme ja jetzt eh auch hoch. Das war ein Witz, ey. Hier, guck mal. Supercorn! Das war unten in diesem Korn-Ding drin. Okay, das ist echt gut. Modifizierter Supercorn. Wenn nicht, dass im Grace-Keller auch nochmal Supercorn ist. Weil das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Kann sein, wie gesagt, ich guck mich noch ein bisschen um. Die haben hier echt Sachen gemacht, ne? Mhm. Leere Alter, hier ist das Zimmer von Grace. Gut. Ja, in dem Zimmer, mein Gott. Entschuldigung. Aber du bist halt auch schneller durchgelootet als ich, sag ich mal, weil ich ja auch die Dings noch sammeln. So. Ja, draußen ist auch noch der Grace Garden, hast du ihn gesehen? Ja, ja. Wie soll die fette Sau hier durchkommen? Ich hab so keine Ahnung. Okay. Lootest du das bei uns? Okay. Nee, mach du. Ich gehe dann jetzt erstmal auf den Dachboden hier. Und guck, ich hab dann noch das Fleisch. Ja, wegschmeißen. Oder brauchen wir das? Ich weiß nicht. Ich finde da die Beschreibung lustig. Du kannst es zwar essen, willst aber lassen. Okay, du musst da nehmen.
Das gönne ich mir. Toll. Aua. Ach, du bist auch oben. Fuck. Ja. Nein. Wie gesagt, immer auf der Suche nach Zeug. Das hat noch geklappt. Ich bin oben. Du. Hm. Hier nebenan, ne? Warte mal kurz. Mach ich gleich. Guck mal. Das ist dein Raum. Ja, nicht nur der, auch dieser Garten daneben, glaube ich, ne? Der Kornplant. Kein Superkorn mehr. Oh, schade. Ob man Superkorn extra anbauen kann? Boah, das wäre so cool, das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, ne? Also. Boah, so viel Beton. Ich muss mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Schon über 1000 Beton. Oh, und wir sind wieder an einem Folgenende. Okay. Dann folgen wir mit mal. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann sind wir bestimmt auch mal durch hier. Aber hey, wir sind in der Apokalypse, ne? Wir müssen schon alles mitnehmen. Vor allem, okay. Wenn Superkorn ist. Ja, vor allem, wenn Superkorn ist oder Beton. Ganz ehrlich, ich glaube, wären wir in der Zombie-Apokalypse, das Letzte, was ich mitnehmen würde, wäre Beton. Okay. Also dann, macht's gut. Tudelu.